herzlich willkommen zu den DSGVO-Tipps. Zum ersten Teil einen kurzen Überblick über die Datenschutzgrundverordnung. Wer spricht? Mein Name ist Markus Reitzhammer. Ich bin Gründer und Inhaber von Resystems, dem IT-Systemhaus in Innsbruck in Tirol. Seit 20 Jahren bin ich IT-Unternehmer und unter anderem geprüfter Datenschutzbeauftragter. Ich bin kein Jurist, so viel vorweg. Ich komme aus der Technik, komme aus der Praxis sozusagen. Es erfolgt somit eine so keine Rechtsberatung. Das soll nur einen kurzen Überblick geben. Es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. IT-Fachanwälte habe ich im Netzwerk verfügbar. Wir schauen uns jetzt praktische Auswirkungen an und Kontaktmöglichkeiten gibt es am Ende des Vortrags. Oft werde ich gefragt, sind wir betroffen? Ist unser Unternehmen betroffen? Die Wirtschaftskammer Österreich fasst das ganz kurz zusammen. Jedes Unternehmen, das in irgendeiner Weise personenbezogene Daten verarbeitet, ist betroffen. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wie viel Zeit haben wir noch? Gibt es denn nicht Übergangsfristen? Freilich gibt es die. Das Gesetz ist in Kraft seit 24.05.2016. Ist kein Tippfehler. Anzuwenden ist das Gesetz ab 25.05.2018. Also die Übergangsfrist endet in Kürze. Es gibt keinen weiteren Aufschub. Der Strafrahmen dürfte hinlänglich bekannt sein. 20 Millionen Euro oder 4% des Konzernjahresumsatzes. Nicht zu vergessen den Zusatz, je nachdem, welcher Betrag höher ist. In Artikel 83 ist zu lesen, die Strafen sollen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Man will also verhindern, dass die Datenschutzgrundverordnung abgetan wird und in der Versenkung verschwindet. Was ist die DSGVO? Der Erwägungsgrund ist ein Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und das als Grundrecht zu verankern. Wir sind also auf einer sehr starken rechtlichen Ebene angesiedelt. Und es sind die personenbezogenen Daten aller sich in der Union befindlichen Menschen geschützt. Gelten tut die DSGVO für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, aber auch für die nicht automatisierte Verarbeitung. Und man beachte, es geht hier nicht um ein IT-Gesetz. Die Daten müssen nicht im Computersystem, nicht im IT-System gespeichert sein. Auch strukturierte Daten in einem Papierdateisystem, auf Steintafeln, was auch immer man sich wünscht, sind von der Datenschutzgrundverordnung betroffen. Selbst dann, wenn der Verarbeiter, über den sprechen wir dann noch, keine Niederlassung in der Europäischen Union hat, muss er sich an die DSGVO halten, sofern er Produkte oder Dienstleistungen, auch wenn diese kostenlos sind, an Menschen in der Europäischen Union anbietet. Betroffener, wir erklären ein paar Begriffe. Also Betroffene sind Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden. Also wir alle, wir Menschen, die sich in der Europäischen Union befinden. Verantwortlicher sind die Unternehmen, Organisationen, Genossenschaften, Vereine, was auch immer, welche personenbezogenen Daten verarbeiten oder verarbeiten lassen. Damit kommen wir schon zum Auftragsverarbeiter. Das ist eine Stelle, die im Auftrag des Verantwortlichen Daten verarbeitet. So zum Beispiel Dienstleister, Cloud-Anbieter, Callcenters oder auch Fulfillment-Center, welche zum Beispiel Postaussendungen im Auftrag des Verantwortlichen aussenden. Die DSGVO erfordert organisatorische Maßnahmen, also Prozesse, technische Maßnahmen und rechtliche Maßnahmen. Die ersten zwei Punkte fasst man oft als TOMS zusammen, technisch-organisatorische Maßnahmen. Nicht zu vergessen eben das Thema der organisatorischen Maßnahmen, der Prozesse. Oftmals wird das Thema in die technische Ecke gerückt, in die IT-Abteilung, die sich dann damit beschäftigen soll. Das reicht nicht aus. Ohne Prozesse kann die beste IT-Abteilung die DSGVO nicht umsetzen. Es braucht also sehr wohl Maßnahmen im organisatorischen, also im Managementbereich und natürlich auch entsprechend Rückhalt, Budget und Freigaben. Vor allem erfordert die DSGVO ein Umdenken. Für uns in Österreich, das Ende des Datenverarbeitungsregisters bei der Datenschutzbehörde bringt uns als Organisationen mehr Arbeit. Wir müssen selbst nun das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen. Es entfallen die Standardanwendungen. Das heißt, wir können nun uns nicht mehr darauf berufen, dass eine Standardanwendung wie zum Beispiel eine Finanzbuchhaltung nicht genauer beleuchtet werden muss. Und genauso das Erfordernis der Einwilligung wird durch die DSGVO extrem gestärkt. Wir merken uns, es gibt keine Datenverarbeitung ohne Rechtsgrundlage. Das heißt, jedwede Verarbeitung personenbezogener Daten ist verboten, es sei denn, es gibt eine Rechtsgrundlage. Die stärkste Rechtsgrundlage ist sicherlich die Vertragserfüllung. Kunde bestellt etwas,
Damit entsteht ein Vertrag und ich darf die personenbezogenen Daten verarbeiten, um den Vertrag zu erfüllen. Danach kommen die rechtlichen Rahmenbedingungen zu tragen, solche Dinge wie zum Beispiel Steuerrecht, Aufbewahrungsfrist von Unterlagen. Also diesen Zeitraum über darf ich die personenbezogenen Daten speichern. Dann wird es mit der Argumentation schon etwas schwieriger. Es gibt dann noch das Thema des berechtigten Interesses. Das gilt es natürlich gut nachzuweisen oder zu argumentieren. Und genauso auch möglich ist als Rechtsgrundlage die Einwilligung des Betroffenen, muss man natürlich nachweisen können. Diese Einwilligung muss freiwillig sein und es besteht ein Kopplungsgebot, sprich diese Einwilligung darf nicht an eine andere Dienstleistung oder ein Produkt gekoppelt sein. Gut, zu Resystems noch. Sie können sich natürlich absolut freiwillig und ohne irgendwelche Kopplungen bei uns auf unserer Webseite zum Resystems Newsletter anmelden. Dazu gehen Sie auf www.re-systems.com, klicken auf den orangen Button auf der linken Seite, tragen Ihre E-Mail-Adresse ein. Und als Hinweis, wir informieren in unregelmäßigen Abständen über IT-Sicherheit und DSGVO-Themen sowie Themen, die uns dazu passend erscheinen. Sie können sich freilich jederzeit wieder abmelden. Ihre Daten geben wir nicht an Dritte weiter, nutzen allerdings das E-Mail-Tool ClickTip, in welches die Daten automatisch eingetragen werden. Mit ClickTip haben wir eine Auftragsdatenvereinbarung abgeschlossen, die sicherstellt, dass Ihre Daten auf vertraglicher Ebene geschützt sind. Bei Fragen oder Interesse an ClickTip wenden Sie sich bitte an uns. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite. Ein wesentlicher Bauteil sind auch die Betroffenenrechte. Die Betroffenen, sprich die Personen, deren Daten verarbeitet werden, haben sehr stark erweiterte Rechte, sowohl was die Mitteilung anbelangt, also man muss ihnen klar und transparent sagen, schon bei der Erhebung, wofür die Daten erhoben werden. Es gibt Rechte auf Einschränkung der Verarbeitung, natürlich das Widerspruchsrecht, ein Recht auf Zweckbindung, also man darf die Daten nur für jenen Zweck verwenden, der bei der Erhebung auch genannt wurde und einige weitere. Neu für viele ist die Löschungsverpflichtung, das heißt nach einer gewissen Frist, also nachdem man der Grund für die Datenverarbeitung sich erübrigt hat, also Vertragserfüllung und dann gesetzliche Fristen, müssen die Daten gelöscht werden. Das ist das Neue. Normalerweise hat man das Thema, dass man Daten möglichst längst lange aufbewahrt. Hier haben wir das jetzt nicht. Diese Fristen gilt es rechtzeitig zu definieren, sich zu überlegen, welche Fristen gelten für welche Art der Daten und diese auch in Prozesse zu gießen. Und da kommt dann auch die IT ins Spiel, denn die IT-Systeme müssen diese Löschung natürlich auch unterstützen. Zu diesem Bereich gibt es massenweise Fragen aus der Praxis. In Live-Seminaren gehen wir natürlich genauer darauf ein. Hier im Überblick ist das jetzt nicht möglich. Was sind die Aufgaben der IT? Der IT kommt die umsetzende und beobachtende Rolle zu und da liegt oft das Missverständnis, denn die DSGVO wird oft, wie schon gesagt, sehr schnell an die IT weitergegeben. Allerdings ganz wichtig ist, dass es vorher organisatorische Maßnahmen gibt. Erst wenn geklärt ist, wie und wann personenbezogene Daten erhoben werden dürfen und ob überhaupt, kann sich die IT dann entsprechende Maßnahmen zur Umsetzung überlegen. Freilich macht es aber auch Sinn, zum Thema der DSGVO von Beginn an die IT mit einzubinden, in einen Dialog zu treten. Aber lassen Sie bitte die IT-Abteilung mit dem Thema nicht alleine. Das wäre ein fataler Fehler. Die Aufgaben der IT sind darüber hinaus das Bereitstellen von verfügbaren und belastbaren IT-Systemen. Auch das ist jetzt gesetzlich gefordert. Und natürlich solche Maßnahmen wie zum Beispiel die Umsetzung von Verschlüsselung und Zugriffsschutz, genauso wie IT-Notfallmanagement und Backup-Prozesse. Welche Aufgaben hat die Organisation? Auf jeden Fall das Aufnehmen der Verantwortung. Denn die Verantwortung kann auch nicht abgegeben werden. Die liegt bei der Organisation an sich. Es gilt, Zuständigkeiten zu schaffen, Ressourcen bereitzustellen, namentlich Zeit, Personal und auch Geld. Und vor allem Managementsysteme zu schaffen und Prozesse und natürlich ganz wichtig, Tragen und Vorleben der Umsetzung. Bestimmt sind viele Fragen offen. Am besten gleich schauen Sie sich die nächsten Videos an und oder nehmen Sie Kontakt auf, denn generell ist Tun die Devise. Hier eine
Teilnehmerreaktion von einem Teilnehmer aus Innsbruck bei unserem Live-Seminar. Freut uns natürlich sehr. Wenn Sie also gleich ins Tun kommen wollen, bitte gerne unsere DSGVO-Informationssicherheitsseminare buchen, die wir in der Regel in den Unternehmen durchführen, um im Team gleich sehr konkret werden zu können und die Fragen zu klären. Darüber hinaus haben wir natürlich DSGVO-Workshops und auch DSGVO-Coachings, wo wir dann zum Beispiel die internen Datenschutzbeauftragten begleiten und beraten mit dem Blick von außen. Bei unseren DSGVO-Schulungen und Informationssicherheitsseminaren schaffen wir bei den Teilnehmern Bewusstsein für die allgemeine Verantwortung für die Informationssicherheit und die DSGVO. Solche Maßnahmen sind auch im Sinne der DSGVO gefordert und sollen regelmäßig und wiederkehrend durchgesetzt werden. Man merkt aber auch im Zuge eines DSGVO-Prozesses, dass die Umsetzungsbereitschaft und die Kooperation in der Organisation stark steigen, wenn man solche Seminare im Vorfeld durchgeführt hat. Allgemein verständliche und möglichst kurzweilige Präsentation macht die Inhalte bekömmlicher. Es ändert nichts an den Inhalten, doch die Zustimmung und die Mitarbeit steigt beträchtlich, wenn man diese halbwegs lebhaft und ansprechend vermittelt bekommt. Zu empfehlen auch mein Blog für Datenschutz und Informationssicherheit, zu finden unter https://informationssicherheit.jetzt. Gerne dort reinschauen, gerne auch die Push-Nachrichten abonnieren. Kontakt nehmen Sie am besten auf, wenn Sie Interesse haben an meinen Seminaren, bei unserem Kundenberater, bei Matthias Hornbacher, in der E-Mail-Adresse m.hornbacher@resystems.com. Hier eingeblendet finden Sie noch andere Social-Media-Kanäle. Was können wir als Resystems noch für Sie tun? Wir bieten seit 20 Jahren zuverlässige IT-Systeme für unsere Kunden und stellen bei vielen Unternehmen den gesamten IT-Betrieb sicher. Bei einem sehr hohen Anteil der durch uns bedienten Organisationen unterstützen wir die interne Abteilung mit punktuellen Lösungen von Dienstleistungen über IT-Monitoring, Alerting bis hin zu Informationssicherheits- und DSGVO-Schulungen. Das Management unterstützen wir mit Beratungen, Coachings zum Thema DSGVO und natürlich strategischen Beratungen zum Thema IT, Business IT im Allgemeinen. Also bei Interesse bitte direkt bei Matthias Hornbacher melden, m.hornbacher@resystems.com, Telefonnummern +43 512 58 04 47. Wir hören uns in einem der nächsten Videos.